Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Movie Days. Heute haben wir die Neuinterpretation, kann man sagen, von Pretty Woman. Bloß, dass hier die Rollen ein wenig vertauscht wurden und auch sonst ein paar Versatzstücke, wie zum Beispiel die Prostitution, hier einfach wegfällt und dafür ein wenig mehr was Nachvollziehbares ist. Zum Beispiel Seth Rogen ist ein Underdog-Schreiber, der aneckt, aber ganz klar die wahre Meinung vertritt. Und Charlize Theron ist halt eine angesagte Politikerin, gerade in ihrem Aufstieg. Es fehlt nur noch ein kleines bisschen und sie hofft, Kanzlerpräsidentin zu werden. Dafür stellen sich aber noch einige Probleme ihr in den Weg. Und die sind zu Anfang, der Film will einfach nicht so in Fahrt kommen, wie er sollte, wie man es von einem Seth Rogen-Film gewohnt ist. Danach aber ab dem zweiten Drittel, kurz vor dem Ende des ersten Drittels, wenn praktisch die Reise beginnt, und man durch die Welt tourt und man Diskussionen hat, sich gegenseitig wieder neu kennenlernt, dann fängt der Film wirklich an, Spaß zu machen. Er hat dann einen gewissen Charme, er hat diesen typischen Seth Rogen-Humor, ein bisschen drüber, hier und da mal auch ein bisschen zu viel. Aber das versteht ihr noch, wenn ihr den Film dann seht. Andererseits kann er aber auch sehr gut sein. Die Dialoge sind fantastisch geschrieben, wirken wie aus einem Quentin Tarantino-Film, wo halt alles sehr natürlich wirkt und auch ein paar der Gags mehr als witzig sind und mehr als menschlich. Auch am Ende, wo dann ein Plot versucht wird aufzubauen, wo man noch mal ein bisschen Drama setzen will, natürlich. Wir kennen es, das funktioniert nicht. Am Ende gibt es ein Happy End. Aber hier sind dann die Züge halt nachvollziehbar. Man fiebert so ein bisschen mit den Charakteren mit und sagt, ja, genau so fühle ich mich halt auch. Es sind Alltagssituationen. Es ist nichts Spektakuläres. Spätestens, wenn man, wie hier schon zu sehen, Seth Rogen im Hintergrund einer Moderatorin im Trailer ein Selfie schießt und im Film ist es halt noch witziger, weil es eine Aneinanderreihung verschiedener Witze gibt, die dann einfach sitzen, die funktionieren und den Film nach vorne treiben und eine gute Unterhaltung bieten und das immer und immer und immer wieder. Zum Beispiel sehen wir Seth Rogen in einer Szene in einem traditionellen Gewand. Und das Erste, was passiert, ist, dass er auf dieser Diplomatenfeier, wo das Ganze hingeht und er eigentlich einen Anzug bekommen sollte, mit dieser traditionellen Klamotte auftaucht und erstmal von Charlize Theron einfach nur ausgelacht wird. Aber auf eine sehr natürliche Art, wo wir uns denken, da könnten meine Kumpels und ich sein, weil wir würden es genauso machen. Da ist gerade ein super ernster Kongress und jemand denkt, er hätte sich richtig angezogen und wird dann komplett von den Jungs bzw. von Mädels, je nach Gruppe, ne, kann es ja sein, dass man komplett vernichtet wird, indem man ausgelacht wird und gefragt wird, was hast du denn da an? Genau solche Szenen. Und das wird dann nur auf die Spitze getrieben mit wieder nächsten Sketches, die darauf aufbauen, was der vorherige bzw. der anfängliche Witz angefangen hat. Wunderbar gemacht, wunderbare Geschichte. Nicht zu tiefgründig, aber hat auch in unserer heutigen politischen Zeit, wo Artikel 13, Fridays for Future und viele mehr so viel Gewicht haben,
passt der Film einfach wunderbar rein. Er sagt genau das, was er möchte, möchte keine Kompromisse schließen. Und dadurch machen die beiden sich in diesem Film dann auch Feinde. Und wie das Ganze ausgeht, guckt es euch im Kino an. Oder ich glaube, er wird sogar auf Netflix zu sehen sein. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall geht ins Kino für den Film. Er lohnt sich. Es ist ein typischer, schöner Seth Rogen-Film, den ich persönlich sehr mag. Ist einer seiner besseren Filme. Auch wenn er hier und da mal schwächelt, aber ansonsten wirklich gut zu sehen. Und damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal, euer Open Beta. Ciao.